Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, bei der nächsten Folge werde ich mal zu diesem Herrn hier, zu dem Hafvelion Sonnenblick wandern. Und das habe ich gemacht, der hat auch eine Aufgabe für mich. Und mir schwant ganz Böses, denn ich befürchte, da unten sind Ehre den Murlocs. Sindorei. Sammle 8 Köpfe von Grimmschuppen-Murlocs Lebt wohl. und bring sie zurück. Eieiei. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das ist jetzt der Moment, wo ich das allererste Mal sterben werde. Denn Murlocs mag keiner. Und dass sie alle tot sind, macht das Ganze nicht besser, denn die werden irgendwann wieder auftauchen. Und zwar wahrscheinlich hinter mir. Bin ich noch ziemlich froh, dass ich ein Magier bin und nicht nah an die ran muss. Ich bin außer Reichweite. Oh, da kommt noch einer. Dann fällt er mal um. Jetzt. So, da haben wir schon 2 Köpfe. Jener da ist der nächste. Das ist zu weit entfernt. Gut. Das klang komisch, aber ich glaube, hier ist nichts. Ich bin außer Reichweite. So, einmal trinken. Und weiter geht's. Das Schlimme an den Murlocs ist ja nicht nur, dass mittendrin immer irgendwelche Zauberer stecken, die dann mit angerannt kommen, oder dass die Murlocs mittendrin einfach mal wegrennen und mit einer Riesenmeute weitere Murlocs zurückkommen. Nein, das Schlimme ist, dass anscheinend nicht jeder Murloc einen Kopf hat. Ich glaube, ich habe mindestens 4 jetzt schon getötet. Das war jetzt der 5. oder der 6. sogar, und ich habe erst 3 Köpfe. Was macht es? Naturschaden alle 3 Sekunden? Das ist okay. Das ist nicht ganz so schlimm. Dann trinke ich mal schnell. Und weiter geht's. Na, nicht wegrennen. Komm zurück. Na, nehmen wir den. Immer noch auf. Schön, zweimal widerstanden. Ist gar nicht gut. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Na super. Aber die scheinen anscheinend offensichtlich nicht wegzulaufen, wenn sie kurz vorm Abnippeln sind. Das ist ja schon mal etwas. Und quasi freundliche Murlocs. Oh, da hinten ist eine Kiste. Bringen wir mal schnell Mana und holen uns die Kiste. So. Rauf da. Okay, der andere kommt nicht mit. Ist gut. Ah, viele um. Und ich habe noch immer nur 4 Köpfe gefunden. Da war ein bisschen was drin, das ist toll.
Eine Leiche. Von Senorina, okay. Von den Murlocs überrannt. Ich weiß nicht, ob ich darüber schwimmen soll. Hier war da eben etwas. Ach, die sind hier im Wasser. Oh. Sehr gefährlich. So. Einmal trinken, bevor sie weitergeht. Okay, da drüben sind zwei Murlocs. Das missfällt mir ganz schön. Komm ich an den ran? Ja. Ja. Ich befürchte, die werden jetzt beide kommen. Ja. Sehr gut. Da braucht es noch zwei Köpfe. Okay. Da mische ich mich nicht ein. Auf keinen Fall. Das Schlimmste, was man machen kann. Irgendwelche Murlocs in Angst versetzen. Level up, yippie, und wir brauchen noch einen Kopf. Aber schön, dass der Paladin meine Angriffskraft verstärkt hat. Das bringt mir ganz, ganz viel als Magier. Jetzt schlage ich dann mit dem Knüppel stärker zu. Hallo? Sehr gut. Da haben wir es. Endlich. Schnell weg hier. Da oben ist er. Komme ich einfach hier hoch? Oh. Ja, meine Güte. Muss ich wirklich hier ringsrum laufen? Okay. Dann laufen wir halt hier ringsrum. Baladash Malanore. Erlangt Mummelgrills Ring von dem Häuptling der Grimmschuppen. Für den Sonnenbrunnen. Ja, je. Wo ist er denn? Da unten. Ja, da. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommen wir noch hin, wenn wir hier unten diese Quests machen. Wir legen die Quest mal auf Halde. Kann ich hier irgendetwas machen? Ich habe da garantiert ein paar Verbände, genau. Mal schnell erste Hilfe aufleveln. Und mir fehlen Eier. Nein, Eier habe ich, aber Gewürze fehlen mir. Ja, ich hatte vorhin auf dem Weg hierhin diese kleinen Tierchen hier alle abgeschossen. Und die haben Eier dabei. Und das heißt, ich brauche nur noch ein paar Gewürze und dann kann ich fein lecker kochen. Ja, da waren wieder zwei Eier. Wir schauen mal, was wir jetzt nächstes machen können. Ich habe eine Idee. Ich benutze jetzt meinen Ruhestein. Dann komme ich ja hier wieder in dieser Kneipe an. Gebe da mal diese eine Quest ab. Und koche etwas. Gehen wir erstmal zu dem Questmenschen.
Belastende Dokumente. Die Zeiten werden vorübergehen. 2 Silber 50. Bringt den Kopf von Ausgrabungsleiter Ambossel zu Eldon Sonnenmal. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Wo ist er denn? Der ist... Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest nicht hier links. Das heißt, das Gebiet ist wohl abgeschlossen. Ach, hier ist er ja. Ja gut, da kommen wir quasi vorbei. Ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Ausrüstung und Kochen und so weiter. So, weiter geht's. Ich habe kräftig gekocht. Ich konnte mein Kochen auf Stufe 37 bringen. Und ich habe mit dem Magierlehrer gesprochen. Ich habe jetzt den Frostblitz auf Stufe 2. Ich kann Schäfchen herbeirufen, also Gegner zu Schäfchen verwandeln. Und ich habe die arkanen Geschosse, die ich aber wahrscheinlich nie benutzen werde. Weil die einfach mal viel zu viel Mana kosten für das bisschen Schaden, was sie machen. So, wie dem auch sei, wir müssen hier rein und brauchen den Kopf von irgendjemanden. Ach, da ist er doch. Der ist aber freundlich. Reden wir mal mit dem Herrn. Schön, euch zu sehen. Warum wir... Fort mit euch. Und fort mit euch, ja, wir verfolgen dich mal. Sieht aber recht unheimlich alles aus. Warum bewegt sich denn hier alles? Und schwebt und macht komisches Zeugs. Ich wusste es. Er wird feindlich. Der zwergische Spion. So, da ist er weg. Dann wir wieder hier raus. Ich kann mir vorstellen, wir müssen wieder da hoch. Jep, müssen wir. Dann laufe ich mal schnell dahin. So, davon ist Eldon Sonnenmal. Anaria Shola. Sich bestimmt freuen über den Zwergenkopf. Das bringt mir beides nichts. So ein Blödsinn. Morgenluft sprecht mit Waldläufer Degolien in Morgenluft. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Schauen wir mal. Wo führt uns das denn hin? Ich nehme mal hier unten. Ja. Gut. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Menschen da, der ja seine Gesellen zu. Nein, seine Lehrlinge waren es. Die wollte er ja in Wildschweine verwandeln, beziehungsweise hat mich beauftragt, diese Wildschweine zu verwandeln. Erinnern wir uns an die letzte Episode. Wir geben mal die Quest ab. Was ist denn hier? Ein Zaun ist da im Weg. Und dann gehen wir mal hier hoch, damit ich endlich das Schneidern erlernen kann und auch den mit dem Bergbaulehrer reden kann. Bergbau nehme ich mit, einfach um ein bisschen Geld zu machen. Und das Schneidern ganz wichtig, damit ich hier mal an ein paar Taschen komme. So, da drüben wird kräftig gekämpft. Wir uns mal den Weg frei. So, da sind wir schon. Davor ist der Instrukteur Antiol. Ein furchtbarer Name. Ein Beutel des Magisters. Den rüsten wir doch direkt aus. Hat zwar nur 4 Plätze, aber besser als gar keine Plätze. So, dann gehen wir mal hier hoch. Eine Bank. Sehr schön. Noch eine Bank. Ist das zufällig die Hauptstadt der Blutelfen? Sieht fast so aus. Sind wir da auch die vielen Briefkästen hier erklären. Silbermond, ja, das ist sie.
Mann, ich erinnere mich ganz, ganz dunkel an diese Stadt. Ja gut, ich watsche mal hier umher und nehme mir alle Skillungen mit. Sprich, schneidern, neue Rezepte beim Koch und so weiter und auch den Bergbau. So, da bin ich wieder. Ich habe gelernt. Ich habe die Skills noch gar nicht hier reingezogen. Ich kann jetzt schneidern. Und ich habe eine Spitzhacke dabei. Und kann jetzt Erz abbauen. Vielleicht das hier noch aktivieren. Und das war's. Hat eine Weile gedauert, bis ich alles gefunden habe. Ich habe in der Zeit mal auf der Karte geguckt, was wir als nächstes machen könnten. Natürlich könnte ich jetzt hier nach rechts gehen, aber das sind alles Level 10 Quests. Und ich dachte mir, ich gehe einfach mal hier runter, denn die sind ein bisschen niedriger von der Levelstufe angesiedelt. Das heißt, wir machen erstmal diesen Bereich hier unten und kümmern uns dann hier um diese 10er Quests. Das heißt, wir müssen wieder zu dieser Brücke da. Das werde ich wieder rausschneiden, denn das ist ein langer Marsch. So, da sind wir wieder bei besagter Brücke. Der Lehrling ist kein Wildschwein mehr. Freut mich für ihn. Dann schauen wir mal auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Eigentlich immer geradeaus. Schauen wir mal. Die haben es eilig. Ah ja, da war ein böser Tiger. Ja. Ich glaube, da vorne ist das Gebäude, in das wir rein müssen. Morgenluft. Genau. Da wurde ich ja hingeschickt. Oh, und ich sehe hier das erste Kupfer vorkommen. Mein erstes gesammeltes Kupfer. Sehr schön. So, dann reden wir mal mit jedem hier. Wilan Lichteiche. Anaria Shola. Möchte, dass ihr ihm 6 Bachtatzenfälle bringt. Okay. Klingt so ein bisschen nach den Tigern, die wir eben gesehen haben. Hallo, jemand zu Hause? Baladash. Malanore. Für den Sonnenbrunnen. Dann reden wir mal noch mit dir. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Recht mit Lord Saltaril in Saltarils Hafen. Haltet den Kurs. Okay. Und sprecht mit Lehrling mir wieder. Für den Sonnenbrunnen. Im Sanktum des Ostens. Euer Gold ist hier willkommen. Meldet euch bei Sirene außerhalb der von Morgenluft. Der Abrechnung wird kommen. Unsere Feinde werden fallen. Findet Lariana Flusswind nahe des versenkten Hains. Shorelara. Mach ich auch. Anubelore de la Na. Und ich soll mir die Reden. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, ja, ja. Tötet 5 getriebene Rohlinge und 5 getriebene Straßendiebe. Dann mach ich. So, dann schauen wir mal kurz hier drauf. Glaube, ich gehe erstmal darüber. Oder erstmal nach links. Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal darüber. Das soll ja gleich da oben sein. Ach, da ist sie doch. Unsere Feinde werden fallen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Tötet 4 Moderknochenmarodeure und 4 dunkle Gespenster. Gut. Schauen wir mal. Die sind alle hier drüben. Ja, dann gehen wir mal schnell hier durch. What? Uiuiui. Achso, ihr macht das, okay. Macht mal weiter. Ist mal laut, das Feuer. So, da unten sind sie doch.
Level 8. Okay, das sollte schaffbar sein. Jetzt mal hole ich mir das Kupfer da oben. Fehlversuch. Na toll. So, und jetzt runter hier. Möglichkeit ohne zu sterben. Na, bingo. So, die stehen da zu zweit. Das passt mir gar nicht. Jetzt vielleicht. Das ist zu weit entfernt. Ja, sieht gut aus. Widerstanden, natürlich. Hau drauf da. Ja, ein Schaden bringt irgendwie gar nichts. Jetzt. Ich glaube, ich sollte mich mal heilen. So, weiter geht's. Da ist ein Geist. Den hauen wir um. Ein Geist weniger. Ich mache mich mal langsam, aber sicher hier in Richtung andere Seite. Denn da müssen wir eine Aufgabe abgeben. Erstmal schnell was trinken. So, weiter geht's. Der kommt mir zu nahe, dieser Marodeur. Direkt noch einmal trinken. So, weiter geht's. Ja, das ist das große Leid des Magiers. Ständig fehlt einem die Mana und muss sich hinsetzen und irgendetwas zu füllen. Da hinten muss ich hin. Mal den mal noch schnell um. Lehrling mir wieder. Wir werden siegen. Selama Ashal Anore. So, ich muss die besudelten Erdproben hier einsammeln. Machen wir das doch mal. So, schnell hier hin, schnell hier hin. Bevor das Tierchen da wiederkommt. Meins. Und schnell weg. Das ist ziemlich leichtsinnig, was ich hier mache. Hm, da kommt der erste. Da kommt der nächste. Yippie! Unser erster Tod. Ich habe noch gesagt, das ist ziemlich leichtsinnig, was ich da mache. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn noch? Ich bin da drüben. Ach ja, je. Komm ich einfach hier entlang? Okay, das ging ja noch. Ich musste gar nicht so weit laufen. Hier drüben etwas Erz. Das sammeln wir mal ein. Während so langsam aber sicher mein HP wieder hochgeht.
Hat leider auch keinen Heiltrank. Also ich wusste, dass ich keinen habe, sonst hätte ich ihn getrunken. Wurm abnibbeln. Wo sind denn die Gespenster, die ich töten muss? Ich dachte, das sind jene hier, aber die sind es gar nicht. Mächtig erschrocken. Wieder nichts. Natürlich klaut er mir mein Erz. Dann hoffe ich, dass die Tierchen hier schnell zurückrennen und ihn verkloppen. Aller Dämlack. Fand ich nicht so lustig. Ich kann auf das Erz noch draufhauen. Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also ja, ich begreife schon, was er von mir will. Er wollte den Skillpunkt teilen. Aber bis ich mich da durchgekämpft habe, bis darüber, das ist mir einfach nicht wert. So, und das noch eine Probe. Hallo? Na, lass mich in Ruhe. Gott, da zieht er von dannen. Was ist euer Begehr? Einmal Level up. Ich fürchte, wir müssen jetzt hier ein bisschen warten, denn hier kommt dann gleich eine weitere Quest. Da ist sie. Beschützt sie! Ja, dann beschützt mir mal den Lehrling. Oh, da kommt großes Zeugs. Was das? Ja, okay, das war's. Baladash Malanore. Keine weiteren Wellen. Bringt die Notizen zum Magistrix Landra. Seid für alles bereit. Das mache ich doch. Wo ist er denn? Ach, da drüben, okay. Dann. Ach, will ich wirklich da runter gehen? Ach, da unten sind die Pelze. Die sind aber auch hier oben.
Wir machen Folgendes. Ich wandere hier einfach zurück. Ich töte die Geister, also die Gespenster später. Ich mache erstmal die ganzen Aufgaben hier drüben. Ich melde mich zurück, wenn wir bei Morgenluft wieder sind. So, da sind wir wieder in Morgenluft. Ich gebe mal schnell die Quest hier ab. Wo war es denn? Ach hier, sie wartet schon auf mich. A new Belore Delena. Lebt wohl. Okay, keine Folgeaufgabe, na gut. Dann mal schnell verkaufen. Alles hat seinen Preis. Und weiter geht's. Wir gehen erstmal hier runter. Genau. Einmal hier quer durch. Vielleicht sehen wir ja auf dem Weg dahin noch ein paar. Ja, jener hier. Genau dich habe ich gesucht. Ich den ersten Pelz. Glaub mir jetzt nicht mein Tiger. Oh. Amsi. Dieser zumindest. Da ist noch ein Tiger. Ich bin außer Reichweite. Und da ist noch einer. Ich muss näher ran. So, drei Pelze brauche ich noch. Ja, die finde ich unterwegs. Hab ich gar keine Angst. So, wir gehen erstmal hier rein. Das ist der Lord Salteril. Besucht eine Flasche Bester, Sonnentropfen, Bachtatzenhäppchen und ein Feuerwerksbündel. Lebt wohl. Mach ich doch. Wo hole ich das denn her? Oh. Aus der Hauptstadt. Uff. Achso, das sind die Tatzen. Ja, die gibt es auch überall. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier nach links oben, holen uns diese Quest und dann gehen wir weiter nach links. Huch. Da hat aber jemand Spaß. Macht nicht so einen Krach. Und meine Ruhe ist es nach 22 Uhr. Da hat man etwas leiser zu feiern. Da ist Kupfer und hier ist so ein Tierchen. Will ich beides. Und ich sehe hier noch viel, viel mehr. Und diesen Tigern. Das ist zu weit entfernt. Zu weit entfernt? Ach was? Ningel nicht rum? Schieß einfach. So, noch zwei Tatzen. Außer Reichweite. Und noch eine Tatze. Upp, da ist er noch. Der hatte keine Tatze. Ah nein, es waren ja Pelze, nicht Tatzen. Ja, hatte keinen Pelz. War ein Nackttiger.
Ein Getränkeverkäufer, das ist sehr schön. Was ist euer Begehr? Schau mal hier, ich habe hier Luchsfleisch. Jorel Ara, Ehre den Sindorai. Bringt 8 Waffen der Sindorai. Der Tag der Abrechnung. Was ist euer Begehr? Erlangt 6 Stücke von Kapitän Kalisendras Frachtlieder. Seid ihr alles bereit? Okay. Ups, ich brenne. Nicht so toll. Hier ist erst einmal Kupfer, das hole ich mir doch glatt. Oh, böse Buben. Das sind sogar viele böse Buben. So. Dann schauen wir doch mal. Ach, das ist ja doch nur einer. Ja, umso besser. Das sah eben so aus, als wären das, keine Ahnung, 3 oder 4 auf einmal. Ich habe schon überlegt, ob ich hier das Schaf verwenden muss. So, dann. So, der Weg hier ist ja schon freigeräumt. Umso besser. Upsa. Was sind du hier? Na. Bingo. Mehr macht's. Na, da kommt auch einer. Das ist zu weit entfernt. Bin ich noch im Kampf? Ja, ich bin noch im Kampf. Nicht so toll. Habe ich jetzt? Na, der verfolgt mich immer noch. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss näher ran. Jetzt rennt er weg. Ach. Super. Ich würde ja schon gern mal was trinken jetzt. So, weiter geht's. Ich bin außer Reichweite. Ich frage mich ja so ein bisschen, wo ich die Waffen herbekomme. Hätte ja gedacht, das sind Kisten und hier vorne ist ja eine Kiste, aber das ist offensichtlich die falsche. Ist schon wieder einer hinter mir. Wo kommen denn die mal her? Langsam nervt ihr. Mach mal mehr Schaden. Eieieiei. Lauf! Jetzt. So, weiter geht's. Also irgendwie habe ich hier ein ganz, ganz schlechtes Gefühl mit diesem Areal. Da ist noch einer. Ich musste schon ein paar Mal jetzt wegrennen. Das gefällt mir gar nicht. Die Kisten hier unten sein? Tatsache. Ja, da kann ich lange da oben suchen. Gut, hier drüben, es soll noch eine sein. Jetzt
sie da oben. Na klar. Komm ich hier irgendwie rüber? Ja. Ja, sehr schön, jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen. Bin wieder hier und das ist schon wieder ein Gegner. Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Das heißt, ich hatte einfach nur Pech, dass hier schon vor mir jemand langgelaufen ist. Die ganzen Kisten eingesammelt hat. Ah, okay. So, hier sind schon wieder keine Gegner. Da vorne ist einer. Ich spring mal hier rein. Denn angeblich soll hier irgendwo eine Kiste sein. Ich weiß nicht, ob hier oben oder irgendwo da unten. Hm, ich sehe keine Kiste. Ah, doch. Hier. Die nehmen wir mit. Dann gehe ich mal hier vorne wieder an Land und laufe dann langsam zurück. Oh, hier oben war auch irgendetwas. Da. Ach, und ich brauche auch da hinten noch etwas. Von den Murlocs, ne? Bingo. Dann gehen wir erstmal hier hin. Captain Kelisandras Fracht. Wahrscheinlich auch mit dem Murlocs ganz am Anfang von der Episode verbinden können. Na gut. Hallo? Oh, das ist der Häuptling, den ich brauche. Na super. Hat er sich eben geheilt? Er war gerade kurz vorm Umfallen. Das ist zu weit entfernt. Oh, da ist noch so ein Tiger. Den schnappe ich mir da mal ganz schnell. Genau. Der hat aber leider auch kein Pelz und ich sehe hier oben irgendwo ist ein Kupfervorkommen. Ach hier. Also nicht wundern, ich mache absichtlich langsam, weil ich diesen Mummelrubberückel, oder wie auch immer er heißt, den brauche ich ja. Ich muss hier ein bisschen warten, bis er wieder auftaucht. Hm, die Stiefel sind besser. Ziehen wir an. Das sind Fässer. Ich bin außer Reichweite. Ich dachte, die Tierchen haben die dabei. Na super. Da haben wir das erste Fass, okay. Da muss ich anscheinend doch näher an die ganzen Murlocs ran, als mir lieb ist. Okay.
Ah, die Murlocs haben auch solche Dinger dabei. Na, immerhin. Immerhin. Da hinten ist noch ein Fass. Ich brauche mehr Mana, das ist schlecht. Jetzt stehen die da zu dritt. Ah, er rennt weg. Sehr gut. Hier ist es. Eieieiei, das wird nix. Natürlich widersteht er. Das ist ganz schlecht. Und noch einmal. Zu wenig Mana. Ja, je. Das wird nix. Wir laufen mal weg. Lass mich in Ruhe. Jetzt. Ich wollte doch nur dieses Pass. Na gut. So, jetzt aber. Ich schieße ihn direkt ab. Und ich habe schon gesehen, hier gibt es zwei Fässer sogar. Das heißt, das lohnt sich auch. Meins. Noch eins. Und da ist noch ein Fass. Und dann haben wir es. Dann fehlt nur noch der Oberboss. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das Tierchen hat sich eben auf fast 100% wieder hochgeheilt. Geht ja gar nicht. So, da hätten wir das. Und hier irgendwo ist der Scheffel noch. Der halt hier umher watschelt. Machen wir mal hier entlang, vielleicht sehen wir ihn. Nicht so nah. Na, natürlich. Tja, der liegt hier immer noch. Oder schon wieder. Ich glaube, der liegt schon wieder hier. Ja, und hier bin ich total falsch. Hier kann er gar nicht auftauchen. Hier sind nämlich keine Murlocs mehr. Ich bin zu weit gelaufen. Na super.
Ah, da vorne ist er. Schnell. Jetzt. Ich muss näher ran. Nicht heilen. Das ist ja wieder bei 100%, na klar. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Sehr gut. Da habe ich den Ring. Jetzt schnell weg hier. Was ist denn da hinten los? Warum haben die denn alle Angst? Okay. Also vielleicht bekomme ich ja jetzt noch meinen letzten Pelz. Nein, natürlich nicht. Jener vielleicht. Ich brauche ja noch die Kisten von da unten. Das ist zu weit entfernt. Da habe ich den Pelz endlich. Ach, und ich muss auch noch ein paar abschießen, okay. Bist du der Erste? So, mal schnell zurück und wieder buffen. Und etwas trinken. Weiter geht's. Direkt jenen da mal abschießen, damit ich an die Kiste rankomme. Und da oben auf dem Schiff ist auch eine Kiste. Sehr schön. Eieiei. Der kommt gefährlich nah. Gut. Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir nur noch die Kisten und dann haben wir es geschafft. Hallo? Mal schnell schauen, ob die hier unten wieder da ist. Ja. Und jetzt schnell da hoch. Die eine Kiste schnappen. Die Möglichkeit, ohne angegriffen zu werden. So. Was macht denn ein Stufe 7 Ork hier? Wie kam denn der hierher? Naja, keine Ahnung. So, hier sollten wir in Sicherheit sein. Wir schauen mal. Wir haben alles abgeschlossen. Die nächste Aufgabe ist es, erstmal die ganzen Quests zurückzugeben. Das mache ich mal. Die Strecke dahin erspare ich euch wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn ich hier vor diesem Typen stehe, der den Ring von dem Murloc-Boss wollte. Und danach geben wir die anderen Quests ab und werden dann letztendlich in Morgenluft wieder auftauchen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.